und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne dich schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam eine kleine Biene. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Der Kopf der Biene ist rund. Sie hat zwei Augen und einen lachenden Mund. Am Kopf sind die Fühler, die ihr als Nase dienen. Diese sind auch wichtig zur Orientierung für unsere fliegenden Bienen. Am Körper sind ihre Flügel dran, mit denen sie von Blume zu Blume fliegen kann. Sie hat einen gelb-schwarzen Körper mit Giftstachel am Po. Wenn sie uns sticht, hui, dann sind wir überhaupt nicht froh. Sie sucht sich die schönsten Blumen aus und nimmt den Nektar für den Honig mit nach Haus. Meine Biene nenne ich Sumsi. Sie ist ein fleißiges Tier. Wusstest du eigentlich, dass Bienen mit zu den wichtigsten Tieren auf unserer Welt gehören? Zum einen fliegen sie von Blüte zu Blüte und verteilen so die Pollen. Dadurch helfen sie, dass sich die Pflanzen vermehren können. Und zum anderen sammeln sie ganz fleißig Blütennektar und aus diesem produzieren sie den leckeren Honig. So, und jetzt bist du dran. Zeichne deine kleine Biene. Welchen Namen würdest du ihr denn geben? Du kannst mir wie immer gerne deine Zeichnung schicken. Darüber freue ich mich sehr. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.